So, Peace Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Samurai Warriors 2. Im letzten Part haben wir die Magoshi Saika Dream Stage beendet. Und jetzt folgt die Masamune Datis Dream Stage Battle of Sekigahara. Let's go! Ieyasu Tokugawa decided to seize Japan for himself. First, he intended to destroy the Uesugi in the east. They were led by Kanetsugu Naoe, a man who had long opposed him. However, before Ieyasu could reach his target, Kanetsugu's friend Mitsunari Ishida also began to march from the west in support. Ieyasu decided to turn his army around. Little did he realize, the Uesugi army was now also advancing on his position. The Uesugi reached Ieyasu first, and though caught off guard, he was able to fight them back. But now his army was weakened, and he still had Mitsunari Ishida to contend with. Attack all you want, imbeciles! You'll never tear me down! Masamune's dream. Battle of Sekigahara. You didn't think I'd stay subservient forever, did you? Ja. Ui, das Schlachtfeld sieht schon mal krass aus. Junge, wie viele Generäle habe ich denn da hinten, bitte? Ach du Scheiße. Guck euch mal die Menge an. Alter. Wie viele Generäle? Na gut, meine Gegner haben natürlich auch einige, ne? So ist ja nicht, ne? Ungefähr die gleiche Menge würde ich es von schätzen. Naja, da oben sind ja auch nochmal drei Stück. Oh, das wird geil. Das wird lustig. So. Das passt auch soweit. Dann lassen wir mal diese lange Quest angehen. Die wird definitiv lange gehen. Könnt ihr sowas von ausgehen? We have superior numbers. This should be over quickly. Eliminate Ukita, Otani, and Konishi. Destroy their front lines. Quit your babbling already. You'll learn the error of your ways soon enough. Now that I'm here, the Eastern Army clearly has the advantage. But Mitsunari doesn't look at all worried. Sleep. You never had a chance! You have progressed far on the path of the war. So, Reserve. So, dann nehmen wir das Teil jetzt hier auch ein. To me, not just to lead us to victory, but to kick some serious butt, dude. I've got to make it clear that the Date are next in line to rule after the Tokugawa. The only way you'll get past me is in pieces. Prepare. Sehr gut ausgewichen. Ja.
my... You're pretty far from home, Yasumune. Territory safe while you're gone? Shut your bowl, Sakko. No one in Oshu is dumb enough to defy me. And once you guys are dead, no one in all of Japan will be hiding. Yakawa was supposed to affect you outside. Why is he attacking? I knew it! Something's really not right if even that means he's attacking us. What could the Western Army possibly be up to? I think I sprained something. I'll find a cute nurse to take a look at this. Ja, dachte ich mir schon, weil das war einfach zu einfach. Auch wenn ich sagen muss, mit Musashi zusammen ist das echt scheiße schwer gerade gewesen, da durchzukommen. Ach du Scheiße, die Yori kommt auch noch. Mitsunari was planning for this all along. We will slay Ieyasu and any other traitor so. Against Japan's proper lord. Ach du Scheiße. If they're all so ich wusste es. Hideyori, then they can all die right along. Ich wusste es. Das war einfach zu. You have progressed far. Alter, das war so klar. Ja. Looks like I'm not the only one who chose to stay loyal to the East. I better do what I can to protect them. We need all the support we can get. Das war einfach zu geil. Das waren einfach zu viele. Boah, jetzt spielen die natürlich wieder auf Blockniveau an, ne? Boah, Leute. Wie könnt ihr das denn machen, ey? Ihr greift an, aber blockt. Dann müsst ihr ja gleichzeitig die Blocktaste gedrückt haben, während ihr angreift. Ja, aber aufstehen muss ich leider auch noch, ne, Leute? Boah, ich habe gar keine Ahnung, wie ich alles erledigen muss, ey. Das sind zu viele, ey. Du, ich bin gerade voll beschäftigt. Also helfen kann ich gerade gar nicht. So, ich denke mal, ich kann dir das überlassen. Den Rest. Dann drücke ich. Was war das denn jetzt schon wieder, ey? Junge, ihr seid verfickt.
verfickte scheiß Musketen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt haut ihr ab, ne? Aber mich erstmal dreimal abschießen, ey. Bastarde, ey. Ja, ich bin ja schon im Rennen. Geht halt noch nicht anders. Boah, wenn er mich aber weiter hier die ganze Zeit schön durchblockt, ey. So geil, du stehst, willst gerade aufstehen, zack, wirst du gleich wieder durch angegriffen. Jungs, ich muss aufstehen und dann möchte ich angreifen, bitte einmal kurz. Ja, Leute, die sowieso drauf gehen, auch noch Schaden zu schlucken, das ist echt behindert. Das muss echt nett sein. Wenn man bedenkt, dass ich dich eigentlich in der richtigen Story getötet habe. Der Bastard, der gerade pinkelt. Guter Platz, ne? Ja, verpiss dich. Lauf, es hackt, ey. Alter, wie kann man bitte schon um 10:30 schon so drunken sein, ey? Alter Schwede. Ja, sorry Leute, dass ich das jetzt so sagen muss, aber Alter. Beleidigt werde ich auch noch beleidigt, ich glaub's nicht, ey. Wow. Ich bin so froh, dass ich aus dem Alter längst raus war, wenn, beziehungsweise noch nicht mal drin war. Alter Schwede. Und das Geniale ist, du wirst auch noch beleidigt auf deinem Eigentum, ey. Boah, ich liebe sowas, ey. Irgendeine Person, die komplett drunken ist, pisst hier einfach in deinen Garten, ey. Geil.
Ich hab mich voll erschrocken, als die gerade am Schreien waren, ey. Alter. Hab ich nicht mit gerechnet, muss ich dazu sagen, ne? Boah. Das kam unerwartet, muss ich sagen, ne? Ja, und das Pinkeln habe ich halt gehört. Ja, ich habe leider in den Hinsicht habe ich ein saugutes Gehör. Ich meine, natürlich, das stört jetzt nicht wirklich deine Ecke bei uns, aber Leute, ich muss, ne, muss nicht sein, finde ich. Ja. Gut, ich würde den jetzt auch nicht auf mein Badezimmer benutzen lassen, ne? Aber ja gut, man muss auch sagen, früher haben wir das auch alles gemacht, ne? No, I must not Er war jetzt auch nicht böse gemeint. Ich habe ja gesagt, guter Platz, ne? Dann kam ja schon die Beleidigung von ihm. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich muss mir das mal gleich mal gucken, wann das gewesen war, okay. Das höre ich mir gleich nach der Aufnahme mal an, ob man das überhaupt hören konnte, was der gesagt hatte. Ja. Ja. Also, ich bin eigentlich ein ganz lieber. So, ne? Ja. Zumal, mir gehört das Eigentum ja hier eigentlich auch nicht wirklich, ne? Aber ja. Weiß nicht, man fühlt sich schon ein bisschen mulmig, wenn solche Personen dann hier rumgrölen, ne, und dann hier einfach da drin sind, ne? Klar, ich meine, als Jugendlicher hast du sowas eigentlich also störend. Ich meine, so, was macht der alte Sack da jetzt? Gut, so weit bin ich gar nicht. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich kann Leute schlecht einschätzen, ne? Also, er könnte sogar älter gewesen sein als ich. Ja. Weil jetzt auch am Dämmern ist es, ne? Ja. Junge, ich hab den doch protected, man. Reicht doch langsam. Ja, hast ja noch, hättest ja noch gut überlebt, Dina. Aber ich muss den jetzt gerade erledigen, weil ich wusste, dass die da oben. I praise your talent, Samurai. I'm all patched up now. Let's see some more action. Alle auf einmal, das ist so klar. I will never give up. Never. Gut, dass ich ein schnelles Pferd habe, ey. Aber drei Bossgegner auf einen Streich, das wird hart. Also drei Kommandanten, das wird hart. Didn't anyone teach you to respect your elders? To falter before making his move. Nuts!
and all of Japan can be ours. No, I must not disappoint my brother. Beschäftige den kurz, dann kann ich den nämlich jetzt gerade ausschalten und die Gegner ein bisschen dezimieren, ey. Da sind wir einfach zu viele. Kann man überhaupt nicht gut zielen. Also du triffst trotzdem einen, aber ich meine... Ist das Honda? Geil! Yoshihiro und Honda gegeneinander, das ist ein Kampf, Alter. Zwei Kolosse gegeneinander, ey. Das ist ein Battle, ey. Setze trotzdem komplett auf Honda. Gut, in der Schlacht setze ich auf mich, ne? Aber... Ja, der Katze Honda ist Bombe, der Typ, ey. Wenn es darum geht, ey. So, den haben wir erledigt. So, das Problem ist Sakon. Kommt jetzt anscheinend zu uns da. War da eigentlich noch? Ne, da haben wir nur ein Lager, aber da ist schon ein Captain von uns. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gestorben ist von uns, von den Leuten. Ja, gut, Ina ist jetzt auch sehr weit vorne. Ja gut, das Betrayen, das kam echt puh. Ich wusste, dass es sowas in der Art geben wird, aber nicht, dass es einfach mal alle Einheiten, die wir da haben, irgendwie gegen uns sind. Das war ein bisschen zu hart. Da dachte ich so, wie soll ich das denn jetzt machen, so? Ja, wir haben uns ja gerade die vorher das Schlachtfeld angeschaut, so, und dann das gegen die alle kämpfen, so, dann denkst du so, ja, ist okay. Scheiße. So in der Art, ne, denkt man sich das dann. So, ja, da haben wir hier noch wahrscheinlich einen Commander, ja, natürlich. Also mit der Klasse ist saugeil. Blitz, das tut richtig. Da kannst du echt saugut haben, ja. Oh, tut mir leid, Ina. War nicht schnell genug. Junge, was ist das für eine Einheit? Kommt mir das nur so vor, da sind die Fußsoldaten hier auch scheiße stark, ey. Alter! Ach, folgt ihr mir die ganze Zeit oder was? Ah, gefällt mir. So, wir müssen aber... Als ob du von... Ah, so eine einfache Aufgabe da nicht hinkriegst, ey. Ach du Kacke, als ob Mitsunari auch noch mit von der Partie ist. Ja, kein Wunder, dass Ina da keine Chance hat gegen drei Generäle. Inklusive den Obercaptain dieser Stage.
Muss selber gleich mal gucken, ob ich das überhaupt. Geil! Das war ein cooler Angriff. Als ob du gegen nur Jungs, du hast da nicht einen Offizier. Wie kannst du bitte schon drauf gehen, Alter? Oder halt Probleme haben, Junge, das sind einfach nur normale Gegner. Kann man schlanger. Ja, sauber. Als ob. Junge, ich kämpfe gegen hier drei Generäle auf einen Streich mal wieder. Bin's hier gar nicht mehr anders gewöhnt bei dem Spiel. Warte mal. Es ist eine scheiße. Also. Ach, okay, ich muss beide killen. Gut. Ich habe ihn eigentlich nur verschont. Gut, dass hier ab und zu mal Heil-Item rumfliegen, sonst hätte ich instant verloren, ey. So, warte mal. So, ab nach Hideyori. Thank you.
such a cold embrace. You never had a chance. I pretty much single-handedly won this battle. The rest of Japan isn't far behind. So, haben wir geschafft. Japan is mine. Japan wants to be mine. Joa. Naja, das ist jetzt wieder die das sehr schöne Ending. Ah, finde ich schön. Ganz schön, würde ich sagen. Ja. Naja. Dann haben wir jetzt auch Masamune abgeschlossen. Und ich würde sagen, Nobunaga als nächstes, der macht dann Battle of Nagashino. Ja, Leute, das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Samurai Warriors 2 wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut raus und ciao.